Willkommen zurück. Wir leveln noch ein bisschen auf, bevor wir die große Flucht beginnen. Kann ja nicht schaden. Wie viel brauchen wir momentan noch? 300, 255. Okay. Da müssten jetzt theoretisch drei Gegner sein, wenn es wieder so ist. Es ist nicht so. Oh Gott, wo ist denn mein Kumpel? Danke, dass du mir vielleicht auch mal hilfst. Oh, das war wieder knapp, ey. Sehr gut. Hallo, ich wollte... Oh, steckt das weg. Okay, kurz vorm Levelaufstieg hier. Der Hund müsste schon ausreichen. Yeah, cool. Neue Stufe. Jetzt haben wir vier weitere Punkte, die wir hier ausgeben könnten. Hier bin ich momentan bei 12. Bräuchte ich also noch mehr für die letzte Reihe. Das, so groß kann das eigentlich gar nicht mehr sein, so das Spiel, weil wir schon so viel freigeschaltet haben. Tarnung wäre vielleicht noch ganz gut für den Ausbruch. Das hier. Und jo. Wie jetzt? Ach doch. Körper zu verstecken, so interessant. Und ja. Gut, lassen wir es erstmal dabei. Unsere Gesundheit bleibt trotzdem bei 150, okay. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. So, sind die wieder da? Jo, jetzt sind sie plötzlich wieder da. Willst du mich verarschen? Ah, euch vermöbel ich auch noch. Naja, bla bla. Theoretisch könnte man sich, wenn man zu viel Langeweile hätte, immer wieder durch die Gegner prügeln und so maximal leveln.
Nice one. So, Christoph doch mal hier. Okay, können wir jetzt hier eigentlich trotzdem rein? Nothing to do there right now. Okay. You just get me in a heap of shit. Dann geht's jetzt los. Hey Roy, what can I do for you? Wenn du immer noch mitkommen willst, wir gehen jetzt. Neuigkeiten von Bob? He's really messed up. He's in the infirmary, halfway dead. What happened? They're not sending him home to recover? According to the doc, he wouldn't survive the trip. Too big a risk, he'd die on the way. Ah, shit. Poor bastard. Hope he makes it. Scheiße. Wenn du immer noch mitkommen willst, wir gehen jetzt. We're almost ready to leave this hole. Go tell your guard buddy that the dusts are gonna mutiny. That'll create a diversion. Okay, you can count on me. Meet you back at the train? Later, Jay. Wir sind beim Kraftwerk, kann das sein? Jo. Sag ich doch, die machen Elektroschaden. Ich hab's doch geahnt. Juhu! Serum, was hat er hier dabei? Nochmal Serum. Aber ich komme hier gar nicht mehr hoch. Interessant. Ich würde dir gerne helfen, mein Freund. Okay. Das Kraftwerk betreten. Müssen wir ja.
Hätte ich ja fast unseren Kumpel hier verdroschen. So, wie sieht's denn aus? Ich nehme an, wir müssen nach oben irgendwie noch. Den da oben komme ich gar nicht so einfach ran. Wo ist denn unser Typ? Steht immer noch da oben. Ich hab doch ein Ziel. Cool. Zwei Schüsse und die sind platt. Nice. Kommt jetzt aber auch nur er hier, ne? Okay, dann können wir mal wieder weiter gucken. Kantine, nee, Lager 19. Heute, das hatten wir. Lager 19. Das Lager 19 wurde von Ebudens gegründet, um Gefangene von Aurora einzusperren. Es ist eine alte Bohranlage, die fernab der Front liegt. Die Gefangenen haben unterschiedliche Aufgaben, um das Lager unabhängig zu halten. Züge sind die einzige Verbindung zu den anderen Enklaven. Kantine, in der Kantine ist eine Gefangenen aus Aurora und kommen zusammen. Traditionell ist ein neutrales Gebiet. Trotz aller Unstimmigkeiten wird hier nicht gekämpft. Sandgrube. Die Sandgrube oder Sanddusche dient den Gefangenen zum Waschen. Es ist leider ein gefährlicher Ort und insbesondere Neuankömmliche wissen nichts über die Gewalt, die hier passieren kann. Krater. Die Bohranlage, die zusätzlich als Kriegsgefangenenlager dient, wurde inmitten eines gigantischen Kraters errichtet, dessen Rand an einigen Stellen des Lagers gesehen werden kann. Sie liegt aber sehr abgeschieden mitten im Nirgendwo. Mutantengehege. In der Lager 19 leben die Mutanten in einem Gehege. Sie können es für die Arbeit verlassen und es wird zur Nachtzeit abgeschlossen. Die Lebensbedingungen sind sehr schlecht. Das Rekrutierungsbüro. Im Rekrutierungsbüro werden neue Ankömmlinge in Lager 19 registriert und bekommen ihre Aufgabe zugewiesen. Hier müssen sie auch nach einem Jobwechsel fragen. Die Bohrbereiche wurden ursprünglich gebaut, um das Bohrgebiet zu erweitern. Leider ist das Gebiet sehr attraktiv für Maulwürfe und wurde daher von ihnen eingenommen. Zisterne. Die Zisterne von Lager 19 wird von der Bohranlage gefüllt. Sie lagert wertvolles Wasser und versorgt nicht nur das Lager, sondern auch Evidence-Enklaven mittels gigantischer Aquädukten. Und hier geht's dann in der nächsten Folge wieder weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.